Wenn der Postmann zweimal klingelt, ist ein alter Filmtitel aus dem Jahre 1981 mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Bei mir hatte der Postbote auch zweimal geklingelt. Die Hauptrolle, die er mitgebracht hatte, wurde direkt besetzt vom Optoma Beamer UHD 300X. Hallo, mein Name ist Martin Hofmeister und ich heiße Sie recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal willkommen. In einem sehr schönen Weiß, wie ich finde, steht er nun auf meinem Esstisch und wird von allen Seiten betrachtet. Er wirkt sehr wuchtig, bei einer Größe von 28,1 x 39,2 und x 11,8 cm. Das soll nicht heißen, dass er groß wirkt, aber man könnte behaupten, optisch wie ein SUV, also kein Minicar. Kompakt, kräftig und dennoch gut aussehend. Besonders für Kunden, die den Beamer an die Decke montieren möchten, ist die Farbe Weiß eine sehr gute Wahl. Für meine Testzwecke habe ich den Beamer auf den Wohnzimmertisch gestellt und mir diverse Eindrücke verschaffen können. Bei einer normalen Zimmerlautstärke über die Dolby Surround Anlage nahm ich den Lüfter des Beamers absolut nicht wahr. Die Farben wirkten echt kräftig und es machte totalen Spaß, über den Beamer zum Beispiel ein Konzert zu schauen. Bei den gezeigten Aufnahmen muss ich erwähnen, dass es am Tage aufgezeichnet wurde und das Wohnzimmer nur mit dunklen Vorhängen abgedunkelt worden ist. Die komplette rechte Wohnzimmerseite besteht aus einer Fensterfront, weshalb die Helligkeit des Beamers in diesem Raum eine absolut wichtige Rolle spielt. Die Vorschauen stammen von Magenta TV und das Abfilmen von der Leinwand ist natürlich nicht die beste Qualität, da die Aufnahmen nur in HD getätigt worden sind. Dennoch kann ich euch sagen, dass die UHD 4K Aufnahmen über Magenta TV und dem Beamer super auf der Leinwand aussahen. Insbesondere die schönen Farben und das leise Laufgeräusch haben mich total umgehauen. Allerdings, wenn ich aus dem Menü von Magenta TV mir die Vorschau des hier gezeigten Filmes Unsere Erde Teil 2 auswähle, muss der Beamer erst auf Ultra HD umschalten, um das Bild in 4K darstellen zu können. Was ich nicht so gut finde, da der Ton schon läuft, aber das Bild noch nicht zu sehen ist. Die Erde. Unsere Heimat. Ein vom Glück gesegneter Planet. Der magische Tanz von Erde und Sonne. Ja, und wenn man dann Stopp gedrückt hat, muss man sich einen Moment gedulden, bis das normale HD-Bild wieder angezeigt wird. Wie lange braucht der Optoma UHD 300X eigentlich, bis er betriebsbereit ist? Das testen wir jetzt mal. Bis das Bild auf der Leinwand zu sehen war, habe ich 33 Sekunden gemessen, was ich eine sehr gute Zeit finde. Kurz eingeblendet habt ihr die Fernbedienung gesehen, die natürlich im Lieferumfang dabei ist, klein, handlich und beleuchtet. Und auf die Beleuchtung möchte ich näher eingehen, die Tasten leuchten so hell, dass ihr die Fernbedienung sogar als Taschenlampe nutzen könnt. Geht absolut in Ordnung, gerade für Heimkinobesitzer, die es absolut stockdunkel mögen, da ist eine Fernbedienung mit solch einer Beleuchtung optimal. Eine Ohrfeige bekam ich, als ich auf der Fernbedienung die Taste 3D sah. Voller Vorfreude packte ich meine extra erworbenen 3D-Brillen aus, um euch die Erfahrungen mit dem 3D-Bild näher bringen zu können. Leider waren die Brillen ein Fehlkauf, da die Taste für 3D bei der Fernbedienung zwar dabei ist, aber der Beamer Optoma UHD 300X kann kein 3D wiedergeben. Was für eine Klatsche. Aber vielleicht sieht die Firma Optoma es mir nach und sendet mir mal einen Beamer mit 3D-Funktion. Die kann ich dann für euch testen und somit haben die Brillen natürlich einen absoluten Sinn.
An dieser Stelle möchte ich auch mich noch bei der Firma Optoma in Düsseldorf bedanken, insbesondere bei Herrn Rahimi, die mir das Gerät zur Verfügung gestellt hatten. Momentan ist das Gerät zum Beispiel bei Amazon für 965,05 € Stand November 2018 zu haben und ganz ehrlich, ich bin von dem SUV unter dem Beamer absolut überzeugt. Die geräuscharme Wiedergabe, das tolle und farbenprächtige Ultra-HD-Bild, die schnelle Einsatzbereitschaft des Gerätes sowie der sehr freundliche Kundendienst aus dem Hause Optoma haben mich ganz klar überzeugt. Die technischen Daten werden gleich noch eingeblendet, möchte euch noch auf den Link in der Infobox zum Beamer hinweisen und wer den schönen und kalten Herbst bei einer Tasse Tee und einem tollen Film in Ultra High Definition erleben möchte, der darf sehr gerne zu dem Optoma UHD 300X zugreifen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich natürlich, wenn ihr auf Gefällt mir klickt und natürlich auch auf jeden neuen Abonnenten. Bleibt gesund, euer Martin Hofmeister.